We are the future. Weiter geht's mit einer weiteren Review zu LEGO Legends of Chima. Ich musste mich einfach begeistern lassen von der Serie. Ich habe bei Müller gesehen, dass die neuen Sets, wo sie gerade erst rausgekommen sind, schon reduziert sind. Statt 10 Euro hat das Set hier jetzt nur 7,99 Euro gekostet. Und das ist meiner Meinung nach ein durchaus guter Preis. Und hab's dann einfach mal mitgenommen. Das ist Rascals Krähenjet. Ich weiß es nicht mehr genau. Steht das nicht hier irgendwo? Nö. Ich glaube nicht. Ich finde, Lego könnte ein paar Informationen mehr auf ihre Verpackung machen. Zum Beispiel Anzahl der Teile. Wenn ich Honk das jetzt nicht übersehen habe. Und vielleicht ein paar Infos zum Set. Nicht nur Bildchen. Aber nun gut. Es ist eine Minifigur dabei, namens Rascal. So ein schwarzer Vogel. Gehört wohl zu den Bösen in Legends of Chima. Ich habe mich mit der Story noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, muss ich an dieser Stelle gestehen. Weg mit der Verpackung, her mit dem Modell. Ja, was auffällt, das Modell hat schon eine nette Größe. Also ich finde, für den Preis kann man da nicht meckern. Wir gucken uns jetzt erstmal die Minifigur an. Das ist wie gesagt der Rascal. Und ja, die Figur hat Flügel. Die sind halt über diesen Harnisch, sage ich mal, angebracht. Und vor und zurück machen. Und unter seiner Maske hat Rascal auch wieder zwei verschiedene Gesichter, wie die anderen Legends of Chima-Figuren auch. Hier haben wir einmal so einen Gesichtsausdruck, als hätte ihm jemand in die Weichteile getreten. Und der Gesichtsausdruck, nachdem die Schmerzen weggegangen sind und die Wut nach oben steigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das halt wirklich jetzt nur Masken sind oder ob das halt wirklich so deren echte Gesichter sind. Wie gesagt, ich habe mich leider bisher mit der Story noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Aber die Sets finde ich soweit cool. Ist sehr detailliert gemacht. Der Lila-Ton ist echt schön. Ich bin ja so ein Freund von Lila. Und man hat hier so goldene Applikationen drauf. Selbst der Rücken ist bedruckt. Den Harnisch packen wir jetzt wieder drauf. So, Kopf drauf, Maske drauf und an sich eine ziemlich coole Minifigur, gefällt mir sehr. Ich vergleiche jetzt hier mal mit den anderen beiden Legends of Chima Minifiguren. Was auffällt, sehr detailliert bedruckt. Die Helme sehen wirklich großartig aus, auch sehr sauber und hübsch bedruckt. Also von den Minifiguren bin ich bisher absolut begeistert. Und dann gucken wir uns mal den Jet an sich an. Was gehört mir mal in den Hintergrund hier? Optisch würde ich sagen eine Krähe. Ganz cool gemacht. Flügel sind relativ beweglich. Kann man halt vor und zurück machen. Dann hier unten Krallen, damit kann er jemanden greifen. Zum Beispiel hier den armen Kerl. Und hier haben wir so einen Kristall. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das in der Serie für eine Bedeutung hat, diese Kristalle. Und um mal die Szene nachzustellen, die man auf der Verpackung sieht. Und auch wieder mal so ein tolles Playability-Feature, was ich bei den Legends of Chima-Sets bisher
wirklich toll finde, wirklich spaßig. Wenn man hier diesen Stift reindrückt, dann ploppt hier hinten das andere Ende der Kette raus. Finde ich sehr cool gemacht. Hat also ein bisschen Playability. Gefällt mir gut. Und eine nette kleine Sache noch. Man kann hier dieses Teil abnehmen. Und hier die lilanen Klingen, sage ich mal. Und diese hier anbringen. Das ist offiziell so in der Anleitung gezeigt. Und schon hat man eine Waffe, die eigentlich auch ganz schick aussieht. Packe ich nochmal einen Gegner dazu. So, und jetzt können die beiden sich gegenseitig das Antlitz polieren. Und ja, der Jet ist relativ schnell zusammengebaut. Sieht optisch ganz cool aus. Eine schöne Farbvielfalt. Vor allem, wie gesagt, der lila Ton gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein sehr schönes Lila. Witziges Detail, der Steuergriff für den Jet ist ein Knochen. Und was gibt es da noch Schönes zu sagen? Ja, die Spitze hier ist aus weichem Plastik, weiches Gummi, also damit man nicht unbedingt jemand ins Auge ausstechen kann. Kann man zwar schon irgendwie, aber es ist halt ein bisschen weich, ein bisschen flexibel. Aber ich finde, wirklich sicher ist es trotzdem nicht, aber. Na gut, man findet immer irgendwie eine Möglichkeit, was Böses mit Spielzeug anzustellen. Ansonsten neue Teile ist mir aufgefallen. Jetzt hier dieses Teil, was für die Schwanzfeder benutzt wurde. Das habe ich so vorher noch nie in der Version gesehen. Und das ist ein neues Element, denke ich. Habe ich jedenfalls vorher noch nie gesehen. Auch sehr nett. Und ansonsten, nettes Set, nette Minifigur. Und für einen Preis von, sagen wir, 7,99 € bis 9,99 € relativ akzeptabel. Mein klar, Lego ist halt auch teurer geworden. Wo ist jetzt mal hier der Stein abgefallen? Lego ist halt auch ein bisschen teurer geworden. Kann man halt nichts machen, aber dafür kriegt man halt auch was geboten. Wenn man jetzt nicht gerade das Lizenzzeug kauft, sondern halt wirklich das hauseigene Zeug. Und ich denke, von Legend of Chima werdet ihr nicht das letzte gesehen haben bei mir. Da kommen wir bestimmt noch das ein oder andere kleinere Set ins Haus. So viel zu Rascals namenlosen Jet, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Wahrscheinlich habe ich es in 5 Minuten eh wieder drin, wie das Ding heißt. Wenn es mir einfällt, schreibe ich es in die Kommentare oder sowas. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.